Ah, Lilo, heute mal der Server, den ich mir gestellt habe, der ist ein Hauch größer, als ich mir so gedacht habe, der passt gerade so auf den Tisch, hat insgesamt vier Handgriffe, damit man den überhaupt heben kann, wiegt um die 50 Kilo, ja, am besten mit zwei Personen tragen, nein, das ist kein Witz, hat vier Netzteile, warum erkläre ich euch das jetzt alles, ohne den einzuschalten, der Start ist ziemlich laut. Hab dann eine USV mal angeschlossen. Ja, machen wir die mal an. Wäre nichts Verkehrtes. USV. Damit unser kleiner Server sich mal so langsam findet gleich. Ne? Also nachts würde ich den nicht anmachen. Wirklich nicht. Das dauert dann eine ganze Zeit. Aber wer sich mal so Dinge kaufen will, klar. Ich meine, ich habe ja Elektroheizung, vielleicht kann ich es ja da anschließen. Oder ich heize am besten damit. Nicht irgendwie das Licht an dem Ding ausschalten. Ich wollte euch doch mal zeigen, was da drin ist. Da laut das Dienst. Das laute Rumpige. Bösartige 16-Prozessor, 128 Gig Beast. Aber natürlich, wie so ein Server so ist, der beim Hochfahren macht erstmal nicht richtig Luft. Ne? Ja, er weiß ja nicht, wann er das nächste Mal wieder hochgefahren wird. Also bläst er mal ordentlich durch, ne? Gibt so Lüftungsschlitze da. Ne? Ja, und viel und mehr. Da kommen noch ein paar Festplatten dazu. Und wie gesagt, der HP ProLiant. GL580 Generation 5, das war glaube ich um die Zeit, wo Star Trek aufgenommen wurde. Nee, Quatsch. So, ich habe natürlich kein Betriebssystem drauf und deshalb sucht er verzweifelt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ich habe meinen Spaß mit dem Ding, ne? Also, wenn ich eine neue Stromrechnung demnächst kriege, dann weiß ich, ja, das meiste davon hat der jetzt gebraucht. Ne? Aber ist doch nett, ne? 50 Kilo, 4 Kastengriffe, 4 Netzteile, 16 Prozessoren. Ja, bist du denn bekloppt? Ja, stimmt. Und tschüss. Schau mal. Wir haben, wie gesagt, wenn es länger dauert, kommt von der CD. Wir haben hier CPUs 16. Und die sind alle so, ja, am Rumlangweilen.
das Hochfahren eines Servers ist immer so ein kleines Geduldsspiel, ist vollkommen normal. Da werden noch mehr Systemchecks gemacht. System. Wie gesagt, Grafikkartentreiber jetzt irgendeine. Eigentlich sind es 128 GB RAM. Aber hier wird ja in GB-Bytes gerechnet. Dateisysteme, wie gesagt, das kommt jetzt alles noch von CD. Einfach mal geguckt, was so geht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Mehr demnächst, wenn ich es mal gescheit installiert habe. Und tschüss.